Komm schon, komm schon. Ah, guten Morgen. Bin ich mit dem Sozialamt verbunden? Ausgezeichnet, ja. Ich bin etwas in Eile und wusste nicht, welche Abteilung ich brauche. Ich möchte gerne eine Reihe von Sozialhilfeleistungen stoppen. Eric? Ja, mein Schatz? Hast du die Hausschlüssel, Eric? Oh, aber du hast doch gestern Abend abgeschlossen, mein Schatz. Vielleicht sind sie in meiner Handtasche. Ja. Entschuldigung. Meinen Sie, wenn Sie mich mit der Sozialhilfe verbinden, dass Sie mich anschließend zur Familienfürsorge durchstellen können? Ich hab Sie! Ja! Wir können gehen. Ach, Schatz, geh doch mal vor. Bist du beim Bahnhof, das hab ich dich längst eingeholt. Aber du wirst doch deinen Zug verpassen. Nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich möchte nicht, dass du zu spät zur Arbeit kommst. Ja, aber was ist denn mit dir? Ja, ich schaff das schon, mein Schatz. Sonst, Norman kann mich ja mitnehmen, nicht? Also, du kannst doch nicht immer unseren Untermieter in Anspruch nehmen. Und außerdem ist Norman schon längst auf der Arbeit. Du, dann jogge ich zum Bahnhof. Das Training wird mir gut tun, ne? Eric, ist doch alles in Ordnung mit dir, oder? Ja, alles ist wunderbar. Hast du vielleicht Ärger bei den Stadtwerken? Nein, auf der Arbeit ist alles okay. Machst du dir Sorgen um mich? Nein, nicht direkt. Oh, gut. Aber wenn etwas nicht in Ordnung wäre, dann würdest du es mir doch sagen, oder? Ja, aber natürlich. Und wenn du dir Sorgen machen würdest, würdest du es mir sagen, ja? Natürlich. Ich brauche mir also keine Sorgen machen. Nein, wir beide nicht. Nicht im geringsten. Es gibt keinen Grund, warum wir uns Sorgen machen müssen. Dann sehen wir uns gleich im Bahnhof? Ja, in 5 Minuten bin ich da. Ja. Entschuldigung, in welcher Abteilung? Sozialhilfe, ausgezeichnet. Ja, mein Name ist Swan, Eric Swan. Ich rufe wegen meines Untermieters Norman Bassett an. Ja, Norman wie der Eroberer und Bassett wie dieser Hund. Ja, gehe ich recht in der Annahme, dass Norman sowohl Arbeitslosenunterstützung als auch Wiedereingliederungshilfe bekommen hat. Ja, das dachte ich mir, deswegen rufe ich Sie an. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Sie ihm diese Woche keinen Check zu schicken brauchen und in den kommenden Wochen auch nicht. Nein, er hat keine Arbeit gefunden, er ist heute Morgen gestorben. Ja, ja, wir sind alle sehr schockiert, ja, ja, deswegen rufe ich ja an. Nein, er ist eines natürlichen Todes gestorben. Was? Was steht hinzu? Bestattungsbeihilfe? Ja, muss ich dazu auch noch ein Formular abholen, oder was? Morgen, Eric. Norman, Norman! Was machst du hier? Ich bin ein bisschen spät dran. Ja. Und? Ich wollte mir nur ein paar Pillen holen. Ja, ich bin ein Vermieter und nicht ein Apotheker. Warum bist du nicht in deinem Geschäft? Es ist nach 8. Ja, ich weiß, aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich mich lausig gefühlt. Ja, das tut mir leid. Ich will auch in 3 Tagen heiraten und du kennst ja die Probleme mit meiner Nase. Ja, ja. Wenn ich das Wort Erkältung nur höre, dann hänge ich schon der Krankenschwester in der Schürze. Norman! Ja. Was ist? Ich kann doch meine Brenda nicht im Stich lassen. Na, und wer würde dich sonst schon noch haben wollen? Ich. Was ist? Siehst du nicht, dass ich telefoniere? Was willst du? Ich wollte fragen, ob ich mir von Linda eine Aspirin leihen kann. Linda ist bereits zum Bahnhof. Vielleicht ist irgendwas in der Küche. Ja, schau selbst nach. Und schleich dich nicht wieder von hinten an. Entschuldigung, sind Sie noch dran? Ja, Gott sei Dank. Ja, das war Normans Frau. Ja, es hat sie völlig zerbröselt. Normalerweise ist sie der Rückhalt der besten Familie, aber sie ist in einem furchtbaren Zustand. Seine 3 Kinder. Oh, die sind völlig verstört. Ja, ja, ja. Man hört sie von hier aus weinen. Oh, Papi, falsche Fahrstelle. Welche Todesursache? Norman ist an Herzversagen gestorben. Ja, infolge der englischen Krankheit. Ja, der Arzt sagte auch, es sei inzwischen wieder weit verbreitet. Ja, Sie wissen nicht. Langes Leiden, schneller Tod, ja. Ja, wenn Sie in seine Unterlagen schauen, werden Sie sehen, dass er schon länger damit Probleme hatte. Ja, ich werde Mrs. Bassett Ihr Mitgefühl aussichten. Mitgefühl für Mrs. Bassett? Ja, ich sichere Ihnen zu, dass Sie bis zum Wochenende alle Unterlagen erhalten werden. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Wer war das da am Telefon? Nur eine Dame vom hiesigen Frauenverein. Warum ist eine Dame vom Frauenverein meiner Mutter Mitgefühl ausrichtet? Ich habe deine Eltern an der diesjährigen Tombola teilnehmen lassen. Wer findet meine Eltern? Wir haben sogar Lose gekauft. Aha. Ja. Der Hauptgewinn war eine 3-wöchige Kreuzfahrt mit Kabine erster Klasse und jeden Abend Essen mit dem Kapitän. Es sollte wie eine goldene Hochzeit sein. Für goldene Hochzeit klingt ja wunderbar. Ja, leider haben die Damen uns gerade mitgeteilt, dass sie den Hauptgewinn nicht gewonnen haben. Sie kriegen den Toastpreis. Und der ist? Ein Toaster. Ein Toaster? Ja. Nun ja, weißt du eigentlich, dass eure Waschmaschine ein komisches Geräusch von sich gibt? Tatsächlich? Ja. Norman, tut mir leid, aber ich muss nur zu. Eric! Eric, so solltest du nicht mit mir reden. Ich bin jetzt schon 2 Jahre lang euer Untermieter und am Samstag seid ihr meine Trauzeugen. Ich war immer ein loyaler, vertrauenswürdiger Freund, durch dick und dünn. Wann immer ihr jemanden braucht, in dessen Schulter ihr euch ausweinen konntet, ja... Norman, kannst du deine Miete schon wieder nicht bezahlen? Lass mich kurz überlegen. Nein. Ah,
Aber ich verspreche dir, ich habe alles zusammen, wenn ich mit Brandas in Flitterwochen zurückkomme. Ja, ja, schön, schön. Weißt du, ich und Flitterwochen, es ist erstaunlich. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte gedacht, dass ich auf eine Schuhmesse gehe und mit meiner zukünftigen Braut zurückkomme? Eine beachtliche Leistung, Bobby. Eine beachtliche Leistung. Ja, wenn ich Brenda kennenlernen werde am Samstag, werde ich auf Anhieb mit sie verlieben. Das tut jeder. Ich auch. Ich gehe schon. Ich komme. Guten Morgen. Ja, den haben wir wohl, allerdings ein wenig bewölkt. Ich komme vom Sozialamt, Abteilung Außenprüfung. Ja. Sind Sie Rupert Thompson? Ich? Nein. Ja, könnten Sie dann bitte Mr. Thompson sagen, dass ich hier bin und ihn sprechen möchte? Ich verstehe nicht. Ich bin beim Sozialamt im Außendienst und möchte Mr. Rupert Thompson sprechen. Da liegt sicherlich ein Missverständnis vor. Hier ist doch 344 Shilton Road. Ja. Ja, dann kann es kein Missverständnis geben. Warten Sie, ich hole jemanden, mit dem Sie sprechen können. Das wäre sehr freundlich. Wenn Sie einen Moment warten würden. Eric? Was? Draußen wartet eine Lady. Norman, ich muss zum Bahnhof. Aber sie ist vom Sozialamt. Bitte? Ja, und sie möchte mit Mr. Thompson sprechen. Was? Eine Außendienstlerin vom Sozialamt für Mr. Rupert Thompson. Ich habe ja schon gesagt, dass sich ein Missverständnis vorliegt. Was genau hast du gesagt? Dass ich jemanden holen will, mit dem sie unterhalten kann. Eine gute Idee, Junge. Ich werde versuchen, rauszufinden, was mit ihr los ist. Versuche, sie loszuwerden. Moment mal. Was? Sie meint Mr. Thompson, deinen früheren Untermieter? Nein, den nicht. Doch, weißt du, den Gentleman, der vor mir die Mansarde hat, Rupert Thompson? Nein, den meint sie nicht. Doch, der nach Kanada ausgewandert ist, für den du immer noch Post nachgeschickt hast. Ich weiß. Dem du die ganzen Sozialversicherungsunterlagen nachgeschickt hast. Nein, den Mr. Thompson will sie sich gar nicht ansprechen. Doch, den muss sie meinen. Ich sag's ihr. Nein. Aber ich will, irgendwer muss sie auch aufklären. Das kannst du nicht. Ich will dir doch nur sagen, dass er schon seit Jahren vor nach Kanada ausgewandert ist. Das darfst du nicht. Warum nicht? Weil ich Rupert Thompson bin. Ja, aber deshalb kann ich dir doch sagen, du bist Rupert Thompson? Ewig vor, Rupert Thompson zu sein. Einen Augenblick, ja? Kannst du ein Geheimnis bewahren? Ein Geheimnis, denke ich schon. Ich habe da eine Leiche im Schrank. Eine Leiche? Doch nicht Mr. Thompson. Im übertragenen Sinne, ja. Seit Mr. Thompson uns vor 2 Jahren verlassen hat, habe ich seine Arbeitslosenunterstützung kassiert. Um sie nachzuschicken? Nicht ganz. Um sie zurückzuschicken? Nicht ganz. Eric, was hat... Oh nein! Shh. Das ist ja ein Skandal! Ich weiß! Eric, wie konntest du nur? Nee, das ist eine lange Geschichte, dazu haben wir jetzt keine Zeit. Verhalte dich ruhig, ja, ich werde schon einen Ausweg finden. Das wird schon nichts Ernstes sein. Aber wenn das hier einer rauskriegt? Ja, das kriegt nie einer raus. Hallo? Sekunde, ja? Komm, geh da jetzt rein, ja? Verhalte dich ruhig. Und lausche nicht wieder an der Tür. Wieso? Gibt es noch irgendwas, was ich nicht weiß? Nein! Ich komme schon, ich komme schon. Der Kühlschrank. Entschuldigen Sie, dass es so lange gedauert hat, aber wie Sie sehen, bin ich nicht mehr der Schnellste. Nicht. Bitte, bitte kommen Sie doch herein. Danke. Mr. Rupert Thompson? Ja, Rupert Thompson, stehst du diesen? Was kann ich für Sie tun, Mrs. Jenkins. Mrs. Jenkins. Emily Jenkins, Sozialamt, Abteilung Außenprüfung. Außenprüfung? Ja. Ich verstehe. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich möchte Ihnen auch gar nicht viel von Ihrer Zeit stehlen. Nur ein paar Punkte und schon bin ich weg. Sehr schön, sehr schön. Schießen Sie los. Mr. Thompson, nach meinen Unterlagen haben Sie zunächst Arbeitslosenhilfe bezogen. Bis vor 6 Monaten. Da wurden Sie krank und liegen seitdem mit Gicht im Bett. Schwere Gicht. Sehr schwere Gicht. Stimmt, schwere Gicht. Hervorgerufen durch Komplikationen, nachdem Ihnen eine Kiste auf den Fuß gefallen war. Schwere Kiste. Sehr schwere Kiste. Bei einer freiwilligen, unbezahlten Tätigkeit. Ja. Ich habe Lebensmittelpakete für Care verpackt. Die medizinischen Gutachten sind alle oben. Oh, ich habe Kopien hier bei mir. Ah ja. Auch Ihre Unterstützungsanträge. Die auch? Alle. Alle? Ja, wir haben das große Glück, in einem Land zu leben, das für alle sozialen Bereiche eine einheitliche Verwaltung hat. Ja, was für ein Glück, was für ein Glück. Tja, stellen Sie sich mal vor, wir hätten für jede öffentliche Fürsorge eine eigene Zuständigkeit. Ja, das wäre in der Tat sehr umständlich. Und sehr gefährlich.
Wieso? Na, stellen Sie sich mal vor, da wüsste doch die linke Hand nicht, was die rechte Hand tut. Sowas gibt es bei uns natürlich nicht. Sehen Sie hier. Ja? Ich habe hier sämtliche Kopien aller medizinischer Berichte und aller Unterstützungsanträge aller Bewohner dieses Hauses bei mir. Na, da schau her. Ja, 344 Schild Road scheint vom Pech verfolgt zu sein. Das kann man wohl sagen, ja. Geradezu verhext. Sie haben da eine sehr umfangreiche Akte, Mrs. Jenkins. Die umfangreichste Akte des ganzen Bezirks. Übertreiben Sie aber. Oh, Mr. Thompson, ich habe hier die ganze Palette. Altersrente, Familienrente, Kindergeld, Zuschuss für alleinerziehende Eltern, Zahnersatz, Wohnungsgeld und Invalidenrente. Und alles unter einem Dach. Altenbetreuung, Witwenrente, Mutterschaftsgeld, Reha-Maßnahmen, Frührenten und mehrere Unfallrenten. Hätte das gedacht? Tja, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Schlechtwettergeld und immer wieder Krankengeld und natürlich die Schulmilch. Grundgütiger! Ja, Mr. Thompson, Sie glauben ja gar nicht, wenn es nicht für jeden einzelnen Fall ein medizinisches Gutachten gäbe und amtliche Bestätigung, dann würde man fast annehmen können, es wäre etwas faul an der Sache. Würde man? Ja. Mr. Thompson, Sie glauben ja gar nicht, was die Leute sich alles so ausdenken. Gefälschte Anträge, falsche Namen, manipulierte Bankkonten, großer Gott, Adressen auf der grünen Wiese, gefälschte Rezepte, gütiger Himmel, Mehrfachanträge für ein und dieselbe Krankheit. Eine gute Idee. Ich meine, eine gute Idee, das mal zu überprüfen, ne? Ja, das haben wir uns auch gedacht. Ja, wie schon gesagt, ich bräuchte da ein paar Formulare, die Sie mir unterschreiben. So, bräuchten Sie. Ja, zunächst einmal, dass Sie die letzten 6 Monate Krankengeld bezogen haben. Ah ja, habe ich. Ja, und dass auch keine Besserung in Sicht ist. Nein, leider nicht. Ja, da Sie ja nun dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen, hätten Sie natürlich das Anrecht, eine Erwerbsunfähigkeitsrente zu beantragen. Hätte ich? Ja. Das würde Ihr Einkommen auf eine ganz andere Basis stellen. Das wären summa summarum 123 Pfund und 97 Pence mehr, die Sie hätten, wenn Sie in Rente sind. Wie schön. Ja, Sie werden nochmal hier unterschreiben. Ja. So. Beglaubigen? Ach so, ja. Ich werde das jetzt beglaubigen. Es scheint ja alles in Ordnung zu sein. Ja. Das war's dann wohl, nicht? Ja, fast. Jetzt brauche ich noch eine Unterschrift von Mr. Swan. Wie bitte? Mr. Eric Swan, Ihren Vermieter. Mr. Swan, was ist mit dem? Ja, Sie haben die letzten 6 Monate während Ihrer Krankheit Wohnungsgeld bezogen. Und das war ungesetzlich. Ungesetzlich? Ja, weil wir noch nicht die Unterschrift Ihres Vermieters vorliegen hatten. Aber da lag die Schuld ganz beim Amt. Ach. Das kann man doch sicherlich heilen, oder? Deswegen bin ich hier. Ich brauche jetzt noch heute die Unterschrift, sonst gibt es Ärger. Ist es wirklich so dringend? Oh ja, es ist sehr dringend. Nun, Mr. Swan ist gerade nicht zu Hause. Oh, er arbeitet wohl. Ja, er arbeitet. Er arbeitet sogar sehr hart. Warum überlassen Sie das nicht alles mir? Ja, ich lasse Mr. Swan unterschreiben und schicke Ihnen alles per Post. Sie vergessen die amtlichen Vorschriften. Ah ja? Welche? Ich muss seine Unterschrift auch beglaubigen. Nun, dann kommt sie doch noch mal wieder, wenn Mr. Swan zu Hause ist. Ach, jetzt bin ich einmal hier und jetzt bleibe ich, bis er kommt. Ja, aber es muss halt 5 Uhr werden. Meinetwegen. Ja, wisst ihr, manchmal trinkt er auf dem Heimweg noch einen kleinen, ne? Mr. Thompson. Ja, manchmal auch einen großen. Mr. Thompson, ich muss Ihnen wohl sagen, dass ich strikte Anweisungen von meiner Vorgesetzten Mistress Cooper habe. Mrs. Cooper? Ja. Und sie hat mir strikt aufgetragen, diese Sache heute noch zu erledigen, bevor ich dieses Haus verlasse. Ist das so? Ja, und Mistress Cooper, mit der ist nicht zu spaßen, glauben Sie mir. Ja, ich glaube Ihnen. Machen wir es doch so. Sie warten freundlicherweise im Esszimmer, ja, und ich schaue, ob ich einen, also ihn, also Mr. Swan auf der Arbeit finde, um ihm zu sagen, dass er nach Hause kommt und alles unterschreibt. Ja, das wäre sehr freundlich. Danke.
Ach, Mr. Thompson. Ja, Mrs. Jenkins. Entschuldigen Sie, dass ich so direkt bin, aber könnte ich vielleicht eine klitzekleine Tasse Tee haben? Auch selbstverständlich, natürlich, Mrs. Jenkins. Herzlichen Dank, Mr. Thompson. Steh auf! Oh, Mann, wir sehen es! Zusammen! Ich glaube, wir werden schlecht! Aber du hast doch gesagt, es gibt nichts mehr, von dem ich nichts weiß! Ich habe alles gehört an diese Anträge! Warum hast du nicht mit dem Check für Mr. Thompson zufrieden gegeben? Es ist mir irgendwie aus dem Ruder gelaufen! Offensichtlich! Ja, weißt du, sie haben mir immer wieder Geld angeboten, ich habe nicht mal danach verlangt! Was? Ja, komm, ich erzähl dir schnell mal Geschichte. Doch. Weißt du, vor 2 Jahren gab es eine wunderbare Weihnachtsüberraschung bei den Stadtwerken. 30% der Mitarbeiter wurden entlassen. Ich hatte plötzlich keinen Job mehr. Ich hab's natürlich nicht übers Herz gebracht, Linda davon zu erzählen. Und dann kam plötzlich dieser Scheck für Mr. Thompson und rettete mir den Hals. Ich dachte, was für ein Glück. Im neuen Jahr findest du schon wieder Arbeit. Aber der Januar kam und keine Arbeit und kein Geld. Stattdessen schickte das Sozialamt haufenweise Formulare aus verschiedenen Abteilungen. Abteilungen? Ja, die erste Abteilung fragte, ob denn hier noch weitere Personen in diesem Haus ergeben würden. Und ich sagte, ja, er fand ein paar Namen und sie schickten mir Geld. Und die zweite Abteilung fragte, ob diese Menschen arbeitslos seien. Und ich sagte wiederum, ja, und sie schickten mir mehr Geld. Und die dritte Abteilung fragte, ob diese Menschen gesund seien. Und diesmal sagte ich nein und sie schickten mir noch mehr Geld. So einfach kann das doch nicht gewesen sein. Ja, natürlich nicht. Eine weitere Abteilung fragte, ob hier auch noch Pensionäre wohnen würden. Und das reicht! Norman, bevor ich wusste, was ich tat, hatte ich so eine Art Schneeball-Effekt. Schneeball-Effekt? Du hast eine verdammte Lawine losgetreten! Ich weiß. Eric, was du getan hast, ist ein schweres Verbrechen. Ja. Dafür kannst du ins Gefängnis kommen. Ich weiß. Wofür hast du es überhaupt gemacht? Für 25.000 pro Jahr steuerfrei. Heilige Scheiße. Eric, du landest im Knast. Nein, eigentlich nicht. Und oh, wie willst du als Mr. Swan beschreiben, während sie glaubt, du wärst Siege bei Thompson? Sei doch nicht so pessimistisch. Die Lösung ist ganz einfach. Jemand muss so tun, als wäre er ich. Was? Als wäre er ich. Als wäre er du? Ja, und wir müssen Swan die Anträge unterschreiben. Ach, hör doch auf. Welcher Idiot würde sowas machen? Nein, ich niemals! Niemals! Du musst! Eric, ich lehne es ab, mich an solchen Betrugsmanöver zu beteiligen. Lass doch Linda unterschreiben. Linda? Ja! Danke. Sie ist doch genauso Vermieter wie du. Nein, das geht nicht. Wieso? Linda kann nicht unterschreiben. So, sie hat doch an diesem Betrug genauso davon beteiligt sich wie du, oder nicht? Wie? Du meinst? Ich hab's doch nicht übers Herz gebracht, Linda davon zu erzählen. Weiß sonst noch jemand, was du da treibst? Nur George. George? Ja. George, der kleine alte dicke Mann, der im Bezirkskrankenhaus als Bruder arbeitet? Ja. Wie hat er es denn rausgekriegt? Er hat es nicht rausgekriegt. Er ist mein Partner. Partner? Ja. Weißt du, als ich die Abteilung Kranke und Behinderte anrief, um ihnen zu sagen, dass nicht alle gesund seien, da wollten sie natürlich was sehen. Atteste, Rezepte und so weiter, nicht? Und um nicht in die Betreuung zu kommen, musste ich ihnen ja irgendwas liefern. Also habe ich George im Krankenhaus angerufen und der hat mir die entsprechenden Formulare aus dem Krankenhaus mitgebracht. Eric? Was? Es reicht. Ich gehe da jetzt rein und erzähle dieser Mrs. Jenkins die ganze Geschichte. Nein, 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 das kannst du nicht machen. Es ist meine Pflicht, es zu tun. Das geht nicht. Nenn mir einen vernünftigen Grund, es nicht zu tun. Du bist gar nicht da. Nicht da? Nein, du bist auf einer Beerdigung. Welche Beerdigung? Deiner. Meiner? Ja, du bist heute Morgen gestorben. Da komme ich wirklich nicht mehr mit. Norman, ich muss dir noch was sagen. Soll ich mich dafür hinsetzen? Ich würde empfehlen, dich zu legen. Weißt du, Norman, du bist auch einer meiner Leichen. Was? Ja, ich habe deinen Namen benutzt. Mein Name? Was hast du mit meinem Namen gemacht? Das Sozialamt denkt, dass du seit 2 Jahren oben in der Mansarde wohnst. Ja, das stimmt doch auch. Als arbeitsloser Holzfäller. Was? Ja, mit Frau und Kindern. Mit Frau und Kindern? Ich weiß, das ist eng, aber gemütlich. Aber warum denn als Holzfäller? Ja, du musstest doch arbeitslos sein. Ja, und? Ja, und bei dem sauren Regen gab es nicht viel abzuholzen, oder? Oh Gott. Heute Morgen bin ich gestorben? Ja, es ist mir alles irgendwie außer Kontrolle geraten. Ich musste einen Ausweg finden, weißt du? Deswegen habe ich beschlossen, meine Figuren sterben zu lassen. Eine nach der anderen. Und mit Norman Bassett bin ich heute Morgen angefangen. Na, endlich mal eine vernünftige Idee. Ich befürchte das Schlimmste. Die werden mich eindecken mit Witwenrente, Waisenrente, Erstattung der Beerdigungskosten, Kleiderzuschüsse. Weißt du, dein Bruder, den habe ich versuchsweise nach Australien auswandern lassen. Die haben mir die Umzugskosten erstattet. Dein Vater habe ich ins Gefängnis gesteckt. Bums, Überbrückungsgeld. Aus deiner Schwester habe ich einen Missionarin gemacht. Das war, als wenn ich im Lotto gewonnen hätte. Du, ich werde die nicht mehr los, weißt du? Ich stecke in einem Albtraum. Ich will da raus, aber die überschüttet mich mit Geld. Heilige Scheiße.
Norman, du musst mir helfen. Wenn diese Mrs. Jenkins die Polizei einschaltet, ja, dann wird zwangsläufig dein Name auftauchen. Und niemand wird uns glauben, dass wir nicht Komplizen sind. Komplizen? Ja, und abgesehen mal von der Polizei. Denk an deine Verlobte. Brenda? Ja, das haut dir um. Deine Hochzeit muss wahrscheinlich verschoben werden. Verschoben? Möglicherweise ganz abgesagt. Abgesagt? Norman, du musst mir helfen. Eric, weißt du, was du bist? Naja, bis zum heutigen Tag ein Glückspilz. Norman, das Einzige, was du tun musst, ist, Mrs. Jenkins zu sagen, du wärst ich. Weißt du, du schwatzt ein bisschen mit ihr, unterschreibst als Mr. Swan und sie watschelt die Nuss in die Morgensonne und wir sind alle wieder in Sicherheit. Und was gedenkst du zu tun, während ich bis zur Halskrause drin stecke? Eine Kanne Tee? Du bist ja wahnsinnig! Norman, wenn du mir nicht hilfst, dann bin ich bis zum Abendessen vielleicht schon erledigt. Ja, verlangt ja gar nicht mehr bis zum Abendessen. Morgen! Hi, George! Zusammen, Eric, alter Knabe. Du, ich komme heute von hinten rum rein. Doch, das machen wir. Morgen, Norman. Auch du, mein Sohn Brutus? Was ist denn passiert? Norman ist heute etwas aufgeregt. Auch ganz schön aufgeregt, wenn ich Samstag heiraten würde. Nee, jetzt nicht, George. Hey, Norman, haben ich eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wie ich weiter geheiratet hätte? George! Wahres heute hätten Sie mir Ketten angelegt. Ja, und dann haben Sie es anders überlegt? Ach, was nein, Junge. Auf dem Weg zum kirchlichen Plattfuß. George, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Norman hat ein kleines Problem. Ja? Waren wir vor der Hochzeit? Nein, nein, aber es hat heute einen Todesfall in seiner Familie gegeben. Das hat es doch, Norman. Ja, es wird bald einen weiteren geben. Oh, ja. Mein Bein. Ja, sehr traurig. Außerdem haben wir einen Besuch. Einen Besuch? Ja, vom Amt. Abteilung Außenprüfung. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, ich kann doch gar nicht lange bleiben. Ja, schön. Ja, ich bin eigentlich auch mal hingekommen, um dir zu sagen, dass sich jemand für unsere Sortiment Perücken interessiert. Also wenn du Perücken suchst, ja, die sind oben im Schrank. Im Schrank? Ja. Okay. Hochbänder und Perücken? Ja, der andere Zweig unseres Geschäfts. Andere Zweig? Die Geschäftsgeheimnisse verhangen nicht schon gut. Norman hängt am Herzen mit drin. Norman hängt nirgendwo mit drin. Norman, es wäre doch aufgefallen, wenn wir die Rezepte nicht eingelöst hätten. George, weil wir gerade die Sachen auf dem Flohmarkt machen. Wir handeln mit Perückenumstandskleider, Stillbüstenhalter, Stütz, Bruchbänder und Schutzkorsetts. Die freie Marktwirtschaft. Ja. Komm später nochmal, John. Ja? Ja, okay. Ja, Norman, wir sehen uns dann am Samstag in der Kirche. Kirche? Oh, ja, Kirche. Ja, ja, ja. Und du gehst da jetzt richtig um und ich mache zwischen den Tee. Gott, Kirche, Eric, ich habe bei der Sache ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich helfe dir mit dem Zucker. Eric, nochmal. Hey. Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich komme wegen des Abends der Bessel. Des Abends der Bessel? Ja, ich bin von der Familienfürsorge. Das Amt, Mr. Swan hat heute Morgen das Sozialamt angerufen und mitgeteilt, dass Mr. Bassett verschieden ist? Was, verschieden? Ach, Sie meinen Sie erst mal so? Dagegen geschieden. Offensichtlich hat Mr. Swan bestätigen lassen, dass die Familie verzweifelt ist. Was? Doch, und das Sozialamt hat die Gemeindeschwester angerufen. Und die lassen uns solche Geschichten, denen hilft. Mr. Bassett ist in der Küche und kocht Tee. Mr. Bassett kocht Tee? Aber ja. Oh, Sie meinen sicher seinen Sohn. Was für ein Sohn? Na, den Sohn des armen Mr. Bassett natürlich. Ist der sehr aufgeregt? Ja, es hat wohl anscheinend seine Familie ein Todesfall gegeben. Ich weiß, es bin ich doch hier. Mr. Bassetts Vater ist gestorben. Ach, ich wusste nicht, dass es sein Vater war. Ja. Könnt ihr mich einfach sagen, dass er ausgewandert ist? Nein! Das ist Mr. Bassett. Tja, ich sehe Sie dann Samstag. Ja, in der Kirche, George. Mein aufrichtiges Mitgefühl, Mr. Bassett. Mitgefühl? Ich komme wegen des Anrufes von heute Morgen. Das Amt hat mit einem Mr. Swan gesprochen. Anruf? Ach, der Anruf, das Mitgefühl für Mrs. Bassett. Ja, ein schrecklicher Verlust. Ja, es ist eine Schande, es wäre so schön gewesen. Was wäre schön gewesen? Na, die Seereise zu ihrer goldenen Hochzeit. Goldene Hochzeit? Ja, in ein paar Monaten natürlich. Wie schrecklich. Ja. Es ist schön, dass Sie vorbeigeschaut haben, aber ich bin leider sehr beschäftigt. Ich werde Sie nicht stören. Das tut sie bereits, Miss. Chessington, Sally Chessington. Sie müssen sehr traurig sein. Meine Mutter sagt, Junge, sie ist von der schönen Seite. Von der schönen Seite? Ja, es bleibt uns noch ein Toaster. Ein Toaster?
Ist es nicht abscheulich, dass ein Mann sein Leben lang so hart arbeiten muss? Und alles, was seiner Familie bleibt, ist ein Toaster? Aber es ist doch nur eine Tombola. Eine Tombola? Ja, manchmal gewinnt man, manchmal eben nicht. Man kann sich das Los halt nicht aussuchen. Das Glück bei meinen Eltern heute Morgen eben nicht hold. Ich bin froh, dass sie es mit Fassung tragen. Was soll man machen? Er schläft jetzt sicher friedlich. Wer? Ihr Vater. Das bezweifle ich. Wieso? Der ist schon seit Stunden im Garten. Im Garten? Oh, ich verstehe. In dem Garten. Im großen Garten unseres Herrn. Wie bitte? Nachdem er von uns gegangen ist. Nachdem wer von uns gegangen ist? Ihr Vater natürlich. Mein Vater? Heute Morgen. Von uns gegangen? Ja. Oh Gott. Schon gut, ist doch ganz gut. Wir wollten doch heute Abend noch Dart spielen. Norm hat sein Dartspiel sicher sehr geliebt. Ich bin völlig fertig. Wir haben gestern Abend noch telefoniert. Norman? Der teure, verblichene Norman. Der teure, verblichene Norman? Sicher werden Sie Ihren Vater sehr vermissen. Meinen teuren, verblichenen Vater Norman? Ja. Norman den Holzfäller? Ja. Sie sind gar nicht vom Frauenverein. Nein, die Gemeindeschwester schickt. Oh, das freut mich aber. Bitte, Mrs. Jenkins. Danke, Mr. Towns. So, Mr. Swan, wir haben jetzt gern all Ihre Fragen beantworten. Und hier ist... Wir haben uns so schnell der Tür kennengelernt. Ja, wenn ich vorstellen darf, Mr. Swan. Also, ich würde auch gerne Mr. Swan guten Tag sagen, aber es geht nicht. Es geht nicht? Es geht nicht. Nein, Eric ist nicht zu Hause. Aber Sie haben doch gesagt, dass er zu einem späten Frühstück früher nach Hause gekommen ist. Ja, so war es ja auch. Ja, ja, er war auch hier und jetzt ist er wieder weg. Weg? Ja, er hat sein spätes Frühstück, also ganz früh hat er sein spätes Frühstück eingenommen und ist wieder gegangen. Sein spätes Frühstück? So schnell? Ja, er ist hereingeflogen, hat sein Müsli gepickt und ist wieder rausgeflogen. Aber Mr. Thompson, Sie hätten Mr. Swan wirklich den Ernst der Lage klar machen müssen. Ja, Entschuldigung, das habe ich versäumt. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Mr. Bessel? Bessel? Nein, Sally, danke. Sally? Das ist Sally. Sally, das ist Mrs. Jenkins und Mr. Thompson. Sally ist auch mal kurz reingeflogen, fliegt gleich wieder drauf. Bessel, da klingelt doch irgendwas bei mir. Was klingelt? Ja, Bessel, Sie sind doch auch ein Untermieter von Mr. Swan, nicht wahr? Ja, das stimmt. Natürlich, die Bessel, die sechsköpfige Familie, ja. Sechs? Ja, drei Kinder, die Großmutter und natürlich das Ehepaar Bessel sind. Ja, die Bessel, wir haben alle Arten von Bessel da oben. Nein, ich kenne sie zwar nicht, aber ich finde, sie verhalten sich Mr. Bessel gegenüber äußerst pietätlos. Pietätlos? Ist schon gut, Sally. Sie sollen mir nicht erlauben, so mit Ihnen zu sprechen, Mr. Bessel. Nicht heute. Wieso? Ich mach das schon. Dieser Mann braucht Zuwendung, Unterstützung und Sympathie. Wieso ist es denn passiert? Sally, es reicht jetzt. Sein Vater ist heimgegangen. Was? Tragisch. Was ist passiert? Mr. Bessels Vater ist heute Morgen heimgegangen. Oh, ja. Ja, so ähnlich, ja. Was geht dir vor noch? Normalerweise hätte ich ja schon länger was von erzählt, aber ich hab's vergessen. Was vergessen? Dass mein Vater heute Morgen heimgegangen ist. Ah. Ja, und wir alle vermissen meinen Vater Norman sehr, nicht wahr, Rupert? Dein Vater Norman. Ja, ja, wir vermissen ihn alle sehr. Also ist Ihr Vater heute Morgen verstorben? Ja. Und Sie sind Norman Bessels Sohn? Ja. Und dann wären Sie? Traurig. Oh. Ich meine Ihren Namen. Entschuldigung. Bessel. Junior. Den zweiten. Nimm Ihren Vornamen. Der ist Thomas. Thomas. Ja, was denn nun? Nein. John Thomas? Also nach der Bessett-Akte heißt der älteste Sohn der Bessets William Richard. Ah ja, William Richard. Genau. In der Schule haben Sie mich mal geärgert und Dickie Willy zu mir gesagt. Und hier nennen Sie mich aber auch manchmal John Thomas. John Thomas Dickie Willy. Also ich verstehe das nicht. Wissen Sie, was da los ist? Oh ja. Ja, sie weiß es, er weiß es, ich weiß es. Einigen wir uns auf Dickie Willy. Also ich verstehe immer noch nicht. In den Unterlagen steht, dass der älteste Sohn der Bessets, William Richard... Dickie Willy? ...stocktaub ist. Ach. Auch? Oh, da habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Er bekommt seit 18 Monaten Beihilfe als Opfer eines Kapitalverbrechens. Was habe ich? Ja, der arme Willi ist taub, seitdem Sie das Geschäft, in dem er gearbeitet hat, überfallen haben, nicht? Der Laden wurde überfallen und Willi wurde taub? Ja,
Sie haben den Geldschrank gesprengt und gleichzeitig seine beiden Trommelfälle. Aber Sie haben doch jedes Wort von mir verstanden. Billy! Billy! Deine Freundin spricht mit dir. Sie müssen ihn anschauen, wenn Sie mit ihm sprechen. Billy liest von den Lippen ab. Nee? Das tust du doch, Billy. Ich hatte ja keine Ahnung. Ja, ein Schicksal, mit dem Billy zu leben gelernt hat. Das hast du doch, Billy. Ja, ich habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt. Ich hoffe, die Arbeitslosenhilfe lindert ein wenig ihren Kummer. Hallo? Ja. Auch noch arbeitslos? Ja, der arme Billy versucht seit einem Jahr einen Job zu finden. Das tust du doch, Billy, ne? Ja. Ja, aber leider ohne Erfolg. Nicht der Hauch eines Jobs. Tja, auch nicht so leicht bei diesem Spezialberuf. Spezialberuf? Naja, ich denke, es gibt keinen großen Bedarf an tauben Klavierstimmern. Sie armer Mann! Ihr ganzer Lebensinhalt zerstört! Durch einen sinnlosen Akt der Gewalt! Ja, Sally. Und es ist sehr nett, dass Sie bei uns vorbeigeschaut haben, um nach uns zu sehen. Das ist doch unsere Aufgabe. Ja, und Sie sehen aber, wir kommen ganz gut zurecht. Aber es muss doch irgendetwas geben, das ich für Sie tun kann. Nein, danke, es ist wirklich nicht nötig. Jemand muss die Vorbereitung für die Beerdigung treffen. Für was? Die Beerdigung! Warum lassen Sie mich das nicht alles für Sie organisieren? Nein. Aber ja, genau diese Arbeit machen wir jeden Tag. Nein! Warum lassen wir Sally nicht sehen, was sie für uns organisieren kann? Ja, Billy? Nein! Sagen Sie einfach, ob es eine Feuer- oder Erbschaft werden soll. Das ist mir egal. Das ist mir wurscht. Sie müssen entschuldigen, Billy ist heute sehr erregt. Meine Güte, nun haben Sie mal ein bisschen Respekt vor Ihrem armen Vater. Er muss doch sicher einen letzten Willen hinterlassen haben. Er wollte vom Pier Bright in den Kanal gestoßen werden. Was Billy meint, er wünschte sich eine Seebestattung. Warum lassen wir Sally nicht herausfinden und alles organisieren? Ja, dann reden wir später nochmal, okay? Genau, überlassen Sie alles mir, Mr. Thompson. Kopf hoch, die Kühli. So, ehrlich, woran wir stehen geblieben, Mrs. Jenkins? Mr. Swan. Ja, ich meine, Mr. Swan, den haben Sie verpasst. Ja, aber ich muss diese Sache heute noch erledigen. Denken Sie an Mistress Cowper. Ja, wie konnte ich die vergessen? Ja, ich wäre wirklich sehr froh, wenn ich das jetzt langsam hier hinter mir hätte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Warum nehmen Sie nicht noch eine Tasse Tee, ja? Und ich schaue, ob ich Mr. Swan auf der Arbeit erreiche, um ihm zu sagen, dass er nach Hause kommt und alles unterschreibt. Ja, das wäre sehr freundlich von Ihnen. Was hast du da nur angerichtet? Interessiert das? Wir brauchen jetzt einen Swan, der unterschreibt. Wir stehen wieder vollkommen am Anfang. Wenn das der Anfang ist, dann bewegen wir uns rückwärts in die Zukunft. Der Weg? Ach, George, jetzt nicht. Nein, und es zieht ein dickes, schweres Gewitter auf. Unsere Situation hat sich überhaupt nicht verbessert. Ich habe hier ein paar Tour. Retour? Dazu haben wir jetzt keine Zeit. Ich weiß, ob es geht um diese Schnittstelle. Eric, ich bekomme die verfluchten Dinger nicht los. Oh mein Gott, ich habe auch noch einen ganzen Karton. Und da vorne im Schrank. Also was? Wie hast du? Schnittstrümpfe gegen Krampfadern und Venenentzündung. Die Dinger hier, die waren der Renner hier letztes Weihnachten. Stimmt. Ja, aber zwischen mögen sie Farben nicht mehr deinen Eric. Dieses Jahr sind so was Herbstfarben oder sowas in. George, wir haben jetzt wirklich keine Zeit dafür. Ja, und die Perücken aus dem Schrank. Jetzt nicht! Ich brauche nur die Perücken. Kommen Sie später nochmal wieder! Mr. Swan. Mr. Swan? Nein! Was? Das ist Eric, das ist doch absurd, das funktioniert doch nicht! Ich erzähle dir schnell die Geschichte. Die Beamtin vom Sozialamt, ja, die braucht die Unterschrift von Mr. Swan für den Wohngeldantrag von Thompson. Ich kann nicht als Swan unterschreiben, weil sie denken, ich sei Thompson, ja? Und er kann nicht als Swan unterschreiben, weil sie denken, er sei sein eigener Sohn, dessen Vater heute Morgen gestorben ist. Also musst du als Swan unterschreiben, aber nicht als du selbst, sondern für mich, sonst muss ich das Wohngeld zurückzahlen. Verstanden? Tja, klingt ja eigentlich ganz plausibel, oder? Wir müssen dir nur was anderes anziehen. Wieso? Du kannst doch sagen, ich habe heute meine Hausfrontage oder so. Nein, vergiss nicht, du arbeitest angeblich bei den Stadtwerken, ja? Stadtwerken, oder? Ja. Lass mal sehen. Ja. Meine Klamotten hast du nicht. Hast du eine Idee, Norman? Ja, ich habe noch irgendwas oben für ihn. Ja, das ist die richtige Einstellung. Besorg irgendeinen Anzug für George, wir ziehen ihn im Schlafzimmer um. Oh. Morgen, Linda. Norman? Linda! Du bist ja hier. Ja, du auch, Norman. Aber du sollst gar nicht hier sein. Du auch nicht, Norman. Du solltest auf der Arbeit sein. Ja, du solltest auch auf der Arbeit sein. Norman, hier geht es nicht um mich. Was machst du hier unten?
Ich wollte mir ein Aspirin leihen. Norman, ich wäre dir dankbar, wenn du mich jetzt allein ließest. Ich erwarte Besuch. Besuch? Ja, und der ist privat. Das sollte aber nicht sein. Es ist aber so. Eric hat aber nichts von Privatbesuch gesagt. Weil Eric es nicht weiß. Und jetzt geh bitte wieder nach oben. Das dürfte aber nicht sein, dass Eric nicht weiß, wenn du hier Besuch hast. Norman! Und wenn du schon private Besucher empfängst, von denen Eric nichts weiß, dann würde ich dir vorschlagen, diese privaten Besucher ganz privat in ihre Privatwohnung zu empfangen, anstatt sie in ihre Privatwohnung zu bringen. Norman, lass mich doch in Ruhe! Nein! Was ist jetzt wieder? Da darfst du nicht rein. Norman, hör auf, lass mich in mein Schlafzimmer. Das geht nicht. Wir hatten schon vorher Besuch. Vorher Besuch? Ja. Von wem? Von wem? Also? Vom Gesundheitsamt. Was wollte das Gesundheitsamt? Das ist eine gute Frage, was wollte das Gesundheitsamt? Norman, also? Sie haben euer Schlafzimmer unter Quarantäne gestellt. Unser Schlafzimmer? Ja, genau. Aus welchem Grund denn? Also? Es ist eine entsetzliche ansteckende Krankheit ausgebrochen. In unserem Schlaf? Ja. Aber das ist ja scheußlich. Ja, das ist ganz scheußlich. Die haben den ganzen Morgen das Gesundheitsamt da gespritzt. Und deshalb darfst du nicht mehr in das Schlafzimmer. Ja. Oh, und auch nicht in das Esszimmer. Ins Esszimmer auch nicht? Nee, es hat sich ausgebreitet. Du musst in mein Bett. Wie bitte? Ja, da wirst du dich ganz wohlfühlen. Dein Bett? Ja, ich meine ja mit Eric heute Abend, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, von den Stadtwerken, wo er arbeitet. Was war das? Es hat gedonnert. Da ist doch jemand im Esszimmer. Nein, nein, da ist niemand. Hallo, man hat mich eingeschlossen. Wer ist das? Ach, niemand. Keine Sorge, alles unter Kontrolle. Das ist nur die Lady vom Gesundheitsamt. Vom Gesundheitsamt? Ja, man hat sie hier gelassen. Die Tür klemmen. Ich helfe Ihnen da gleich raus. Sind Sie das, Mr. Bassett? Ja. Der Mr. Bassett, mit dem ich vorhin gesprochen habe? Ja, ja. Warum können Sie mich denn hören? Wie bitte? Also Norman, ich gehe jetzt in die Küche und mache mir einen Tee. Und wenn du noch da bist, wenn ich hier wieder reinkomme, dann schmeiß ich dich die Treppe rauf. Ja, mach ihn schön stark. Öffnen Sie die Türe. Ja, ich komme. Hast du den Anzug für John? Gott sei Dank! Wie? Hast du nichts? Katastrophe! Konntest du nichts finden? Ja, pass auf, ich muss... Bitte lassen Sie mich raus! Was ist denn mit Mrs. Jenkins los? Die habe ich eingesperrt. Warum das denn? Die ist eine gute Idee! Nein, du weißt, du verstehst nicht! Nein! Ruhe! Das wird drin! Entschuldigen Sie, Mrs. Jenkins, aber die alten Türrahmen, die klangen hin und wieder. Bitte, bitte, bitte. Ja. Mr. Thompson, es ist 9 Uhr. Ja, ich weiß, Mrs. Jenkins. Also, wenn Ihr Vermieter, Mr. Swan, jetzt sich langsam in Erscheinung tritt, dann muss ich Meldung beim Amt machen. Oh, nein, nein, nein. Ja, was nun? Mr. Swan ist wieder hier. Ach, jetzt doch? Ja, er ist zurückgekehrt. Kann ich ihn sprechen? Nein, er ist noch nicht fertig. Nicht fertig? Wo ist er denn? Auf dem Dach. Auf dem Dach? Ja. Was macht Ihr Vermieter denn bei diesem Wetter auf dem Dach? Er stoppt ein Loch. Er war doch wohl 10 Minuten noch auf der Arbeit. Ja, und da hat er sich plötzlich dran erinnert. Das ist alles sehr seltsam. Ja, ein seltsames Loch, an das er sich plötzlich erinnert hat. Und dann ist er schnurstracks von der Arbeit aufs Dach. In 3 Minuten ist er wieder unten. Wer ist denn das? Wer soll was sein? Na, da hat es doch gerade gebumst. Und diese Tageszeit? Also, an der Tür. Ja? Ja, wer ist das? Ja, wer ist es, Willi? Das muss meine Mutter sein. Deine Mutter? Ihre Mutter? Ja. Ihre verwitwete Mutter, Mrs. Bess? Ja, meine verwitwete Mutter. Die Tür ist abgeschlossen. Oh, die arme Frau. Ja, warum ist Ihre verwitwete Mutter in der Küche eingeschlossen? Es war unumgänglich. Als sie hörte, dass Daddy von uns gegangen ist, hat sie angefangen zu randalieren. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Sie müssen die Jahreszeit berücksichtigen. Jahreszeit? Ihr Mond steht im Uranus. Wo? Ja. Um diese Jahreszeit war meine Mutter schon immer etwas eigenartig. Ja. Das zusammen mit dem Ableben ihres Mannes. Gehen wir, Mrs. Jenkins, und erledigen unsere kleine Angelegenheit mit Mr. Swan. Ja? Wir gehen auf den Dachboden. Das ist eine gute Idee. Ich komme mit. Dachboden. Von dort aus kommen wir schnell aufs Dach und erledigen unser kleines Geschäft. Willi, du bleibst hier unten und kümmerst dich um deine Mutter, ja? Mr. Bassett, Ihre Mutter ruft nach Ihnen. Wir müssen versuchen, ihre Schreie zu überhören. Ja. Gehen wir, Mrs. Jenkins. Lassen Sie denn Ihre arme Mutter nicht aus der Küche? Oh nein! Jetzt, bitte, Mrs. Jenkins, ja, meinetwegen. Ach, warten Sie, meine Akte.
hast höchstens 5 Minuten. Wenn wir vom Dach wieder unten sind, ja, dann steht George in deinem Anzug hier. Und was ist mit Linda? Die bleibt, wo sie ist. Ja, wär's nicht besser, ich gehe auf Sachen. Du kümmerst dich um die Familienangelegenheit. Nein, du kümmerst dich um deine Mutter und besorgst diesen verdammten Anzug. Hallo? So. Ja, hallo. 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 Eric, ja. Da ist schon wieder niemand dran. Oh. Ja, der arme Willi kommt seit seinem Unfall mit Telefon nicht mehr zurecht. Gehen wir, Mrs. Jenkins. Ich habe noch eine Frage zu Mr. Bessons Gehör. Ja, ein Trauerspiel, ein Trauerspiel. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber als ich vorhin mit ihm gesprochen habe, da hat er jedes Wort von mir verstanden. Ja, wie ich bereits sagte, Willi liest von den Lippen ab. Durch eine solide Eichentür. Genau. Ich dachte, er wäre taub. Ja, das ist er auch. Aber dafür hat er Augen wie ein Lutz. Mach die Tür auf! Linda! Mach sofort auf! Nein, Linda, du bleibst da noch drin. Die Frau vom Gesundheitsamt hat das angeordnet. Mach die Tür auf! Hallo? Ist da jemand? Nur ich. Hallo? Lass mich raus! Norman, nicht sofort! Dr. Chapman? Mrs. Warren? Ja. Geht es Ihnen nicht gut? Nein, es geht mir nicht. Möchten Sie sich setzen? Norman, dieser Idiot! Atmen Sie tief durch. Er albert hier herum, wo ich doch mit Ihnen ein so wichtiges Gespräch führen möchte. Schon gut. Wissen Sie, Dr. Chapman, es ist mir nämlich nicht leicht gefallen. Ja, das ist verständlich. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit jemandem über meinen Mann sprechen würde. Ich verstehe. Und noch dazu mit einem Eheberater. Ein Partnerschaftsmoderator. Und dann hängt unser Untermieter Norman Bessett auch noch hier herum. Sollte er nicht? Ach, der ist so nützlich wie ein Kropf. Ja, verstehe. Denn Sie haben die örtliche Familienberatung um Hilfe gebeten. Ja, hier bin ich. Danke. Oh, möchten Sie vielleicht eine Tasse Tee? Er ist frisch aufgebrüht. Vielleicht später. Ja, Sie haben recht. Vielleicht sollte ich es Ihnen alles erzählen und es hinter mich bringen und alles offenbaren. Machen Sie es so, wie Sie es für richtig halten. Das sexuelle Verhalten des Partners in Frage zu stellen, ist niemals einfach. Nein, bitte folgen Sie mir, es ist dort drüben. Ja. Also ich habe alles nur rein zufällig gefunden. Das ist sie, Dr. Chapman. Bereiten Sie sich auf einen Schock vor. Für solche Fälle bin ich bestens ausgebildet, Mrs. Warren. Danke. Oh. Also, die habe ich zuerst gefunden. Ich verstehe. Ist sehr extravagant. Ja, nicht wahr? Ist Eriks Mutter vielleicht blond? Oh ja, Sie haben recht, sie ist blond. Aber dann das hier. Ja, aber das ist noch nicht alles. Dann die hier. Ja, und dann das hier. Aha, ja. Erstaunlich, nicht wahr? Ja, Ihr Mann ist zumindest gut ausgerüstet, Mrs. Warren. Ja, aber bedeutet das etwas, Doktor? Ja. So langsam wird ein recht bekanntes Verhaltensmuster erkennbar. Glücklicherweise ist er noch im Frühstadium und der Fetisch hat zunächst eine rein persönliche Bedeutung für Ihren Mann. Sein Fetisch? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Erik bereits das Selbstbewusstsein hat, damit Abenteuer außerhalb des Hauses zu suchen. Außerhalb? Ja, ich bezweifle, dass der Drang schon so ausgeprägt ist. Wahrscheinlich zieht er sich diese Fummelchen nur an, um damit vor dem Schlafzimmerspiegel zu paradieren. Vor dem Schlafzimmerspiegel? Ja, verlieren Sie jetzt bitte nicht die Nerven. Aber Dr. Chapman, Sie sagen mir gerade, dass mein Mann schwul ist. Nein, das ist vor. Ich will damit nicht sagen, dass Ihr Mann nicht vielleicht ein kleines Problem hat. Vielleicht auch ein großes. Ein großes Problem? Das ist vor. Bleiben Sie anziehen hier oder was? Nein! Oh. Darf ich fragen, mit wem ich die Ehre habe? Entschuldigung, Swan? Meine Güter, Sie sind Mr. Swan? Ja. Mr. Eric Swan? Entschuldigung, sagen Sie, Sie sind nicht zufällig von der Fürsorge, oder? Doch, wieso? Ach,
Ja, ja, ja. Also dann bin ich Eric Swan. Ja. Tja, und kommen wir dann noch gleich zur Sache. Ja, Sie wollen auch sicherlich, dass ich irgendwas unterschreibe oder so. Naja, ich dachte, wir können uns erst einmal unterhalten. Unterhalten? Ja. Von mir aus. Wollen Sie sich denn unterhalten? Na, ich sollte wohl besser frank und frei und ehrlich mit Ihnen sein. Ja, ja, ehrlich wird am längsten. Das sagte meine alte Mutter früher auch immer. Hat sie gesagt, ja? Mhm. Okay. Ich weiß alles. Alles was? Naja, was Sie so getrieben haben im Geheimen. Ja? Ich habe Ihre Fummelchen gesehen. Doch nicht im Karton. Oh nein. Der Rücken. Oh nein! Oh nein! Leider. Oh Gott, nein! Ja. Ja, sehen Sie, es lässt sich nicht. Naja, jetzt sind Sie bestimmt gekommen, um meine Verhaftung vorzunehmen. Von Verhaftung kann doch keine Rede sein. Also ich will eines ganz klarstellen, ich bin von Anfang an... Ich bin... Was? Keine Verhaftung? Nein. Wieso nicht? Das ist ja nicht verboten. Was? Nicht verboten? Nein. Moment mal, Sie wollen mir sagen, dass all das, was ich hier mit den Klammern, mit dem Rücken und der Unterwäsche und mit dem ganzen Gedöns getrieben, das ist nicht gegen das Gesetz? Ja, nicht im geringsten. Ja, warum macht das dann nicht jeder? Ja, ich weiß nicht, Erik. Ich darf Sie doch Erik nennen. Wenn es Ihnen Spaß macht. Ja, es wird zwar nicht überall so gern gesehen, aber es gibt eine Menge Leute, die es tun. Ach ja? Ja, wir sind ein freies Land. Ja. Ja, ja, das sind wir, nicht wahr? Ja, wohl, Britannia. Ja, ich hätte das doch schon früher gewusst, dass das egal ist. Was hätten Sie dann gemacht? Was glauben Sie denn? Ich hätte die ganze Familie mit eingebunden. Okay, das ist jetzt nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Carter, was glauben Sie, wie erleichtert mein Partner es sein wird? Ihr Partner? Ja, ja. Wollen Sie damit andeuten, dass es jemanden gibt, mit dem Sie das zusammen machen? Ach ja, natürlich. Wäre es unhöflich zu fragen, um wen es sich handelt? Also, Sie sind sich wirklich ganz sicher, dass das legal ist, ja? Ganz sicher. Ja, ja, okay, also dann mit meinem Freund George. Ihr Freund George? Ja! Wissen Sie, die ganze Idee, die war doch von Anfang an von ihm. Von George? Ja! Wissen Sie, ich wollte mich ja eigentlich mit den Perücken zufrieden geben. Aber nein, George hat darauf bestanden, dass wir gleich mit der Unterwäsche und mit den Kleidern einsteigen. Einsteigen? Natürlich, das ist George! Kommt ihr, der kennt sich in die Meerwerbe aus, sagen die. Der kennt alle Tricks. Ich fahre jetzt zu Eric Swan, dann kläre ich die Sache. Mrs. Swan? Er soll alles gestehen. Wollte man das hier, Mrs. Swan? Ich war mit 10 Jahren verheiratet. Eric ist hier. Hallo. Oh. Eric, was ist mit ihm? Alles gut. Und ich hole ihm was vom Sitzen. Ah, verdammt, was hat gesessen? Oh, verdammt, mein Schädel. Wo ist er? Mrs. Swan, machen Sie sich auf einen Schock gefasst. Ja, aber was denn noch? Ihr Mann hat sich mit einem anderen eingelassen. Was? Ja, ich fürchte, das ist die Wahrheit. Oh mein Gott, aber mit wem denn? Mit seinem Freund George. Das glaube ich nicht. Eric und George? Ja, und Eric hat gesagt, dass es auch George' Idee gewesen ist. Ach, jetzt wird mir alles klar! George hat ihn immer mit zum Camping genommen! Ach, oh. Ja, die sterbliche Hülle ihres teuren
verblichenen Vaters, Norman? Sterblich, Hölle, ja, ich bin so durcheinander. Oh ja, mein armer Daddy, Norman Bessel. Uli, gibt es hier auf dieser Etage ein Schlafzimmer, das wir benutzen können? Ja. Um ihren Vater in Ruhe aufzubauen. Ach so. Da. Ihr Vater ist dann ein schöner Ort. Ja, da wäre ich auch gerne. George, ich hol Riechsalz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Mrs. Jenkins. Ich hätte schwören können, er ist auf dem Dach. Schon gut. Ich wusste auch nicht, dass es dort so staubig ist. Mein Gott. Ja. Na, mein paar Wäsche wird die Farbe wohl wieder sichtbar werden. Ja, bitte vielmals um Entschuldigung, Mrs. Jenkins. Ah, da ist er. Ja, das ist er. Da ist der unauffindbare Mr. Swan. Ja, das ist mein Vermieter, Mr. Swan. Mr. Swan, ich möchte Ihnen gerne Mrs. Jenkins vorstellen. Ah, er ist auch taub. Nicht, dass ich wüsste. Ja, was ist denn dann mit ihm los? Er ist tot. Er ist tot. Tot? Tot! Ja. Er ist, was? Tot. Der Ernst ist heute früh vor uns gegangen. Mr. Thompson, Ihr Vermieter ist vom Dach gefallen. Die genauen Einzelheiten sind mir noch nicht bekannt. Man hat mir gesagt, er wäre ganz friedlich eingeschlafen. Wie tröstlich. Ich konnte keinen Riechsalz finden, aber der Geruch weckt Tote. Was zum Teufel ist hier passiert? Nichts, absolut nichts. Ich hatte vor, den Leichnam im Schlafzimmer aufzubewahren. Was? Aufzubewahren? Der Vater dieses jungen Mannes ist gestorben. Der Vater von Willie Bassett? Ich verstehe nicht, Mr. Thompson. Ja, dann sind wir schon zu zweit. Ja, wie kann das denn der Vater von Willie Bassett sein, wenn Sie sagen, das wäre Ihr Vermieter Eric Swan? Willi, du hast mir die Zusammenhänge doch mal erklärt, nicht? Was, Rupert, was hast du gesagt? Wie kann denn das hier Ihr Vater sein, wenn es doch Eric Swan ist? Als ich ein kleiner Junge war, hat mein Vater, der Holzfäller, seinen Job verloren. Meine Familie machte harte Zeiten durch. Sie beschlossen, mich zu Pflegeeltern zu geben, zu Mr. und Mrs. Swan. Ach, dann ist Mr. Swan Ihr Pflegevater. Ja, mütterlicherseits. Wollen Sie damit sagen, dass Sie zwei Väter an einem Tag verloren haben? Ja. Beide gestorben? Ein Vater und ein Pflegevater? Ja. Also, Erik, Mr. Swan, erst hier unten und dann Mr. Norman Bassett oben in der Mansarde. Oh je, dann haben Sie zwei Väter verloren. Sehr traurig. Sagen Sie, wie ist denn Ihr richtiger Vater, Norman Bassett, der Holzfäller, gestorben? Er ist vom Baum gefallen. Alter, wie schrecklich. Ja, das ist alles sehr traurig, Mrs. Jenkins. Und nun kann ja Mr. Swan Ihren Antrag nicht mehr abzeichnen, nicht? Ja, das ist sehr ärgerlich. Aber das hat er nicht absichtlich gemacht. Ja, angesichts der Situation und der traurigen Tatsache, dass Mr. Swan nun Ihre Anträge nicht mehr unterschreiben kann, schlage ich Ihnen einfach vor, meinen Wohngeldantrag zu vergessen. Ich schicke Ihnen das Geld zurück. Ja, das ist aber sehr großzügig von dir, Rupert. Ach, du ein kleines Opfer im Verhältnis zu deinem großen Verlust, armer Willi. Nein, ja. So. Mrs. Jenkins, ich befürchte, dass Sie nun mit leeren Händen zurück ins Amt müssen. Aber nein! Nicht? Mrs. Swan kann doch unterschreiben! Wie bitte? Ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann steht in den Unterlagen, dass das Ehepaar Swan in die Wohnung vermietet hat. Alle beide? Ja, und da spricht doch überhaupt nichts dagegen, dass Mrs. Swan bestätigt, dass Sie hier gewohnt haben. Nicht unbedingt. Ist sie zu Hause? Nein, sie ist ganz bestimmt nicht zu Hause. Sie arbeitet. Entschuldigung, hat jemand Mr. Swan gesehen? Mr. Swan war leider nicht mehr unter uns. Wer will das wissen? Mein Name ist Chapman, Dr. Chapman. Doktor? Ja, ich vermute, er hat sich zur Ruhe gelegt. Zur Ruhe? Er wurde von einer Tür getroffen. Ach, so ist das also passiert. Haben Sie ihn gefunden, Dr. Chapman? Ich weiß, wer du bist. Ja, ich fange an, mich zu fragen, wer du sein könntest. Dr. Chapman und ich haben dir ein paar Fragen zu stellen. Wir haben immer noch Gäste. Doch von mir aus kann die Queen zu Besuch. Wieso humpelst du? Ich humpel gar nicht. Und wozu der Krückstock? Nichts. Sie quält mich mal wieder. Wer? Die Alte im Bein. Welche Alte im Bein?
Er spricht sicherlich von seiner Gicht. Ja, danke, Mrs. Jenkins, danke. Gicht? Ja, die Schmerzen sind unerträglich. Das ist doch Unsinn, du hast keine Gicht. Was? Das ist die richtige Einstellung. So und nicht anders, nicht? Der gesunde Geist siegt über den maroden Körper. Positives Denken. Jeden Morgen sage ich dir, ich habe keine Gicht, ich habe keine Gicht, ich habe keine Gicht. Tiffany, ich habe keine Schmerzen mehr. Ein Wunder, ich kann wieder gehen. Oh, ich danke euch. Ich danke euch. Mrs. Warren, vielleicht sollte ich zu einem passenderen Zeitpunkt wiederkommen. Vielleicht sollten wir alle zu einem passenderen Zeitpunkt wiederkommen. Ich hatte dir doch gesagt, du sollst dich nach oben verziehen. Also ich denke, er hat hier unten zu tun. Ja. Was machen Sie hier? Ja, ihr geht es gut. Was? Du hast doch gefragt, was sie hier so macht. Also ihr geht es wunderbar. Vorhin ging es ihr nicht besonders gut, aber jetzt fühlt sie wieder wohl. Stimmt doch, oder? Ja. Also ich habe gefragt, was sie hier macht. Ach, was sie hier macht. Ich habe verstanden, was sie hier so macht. Oh, ja. Wisst ihr was? Haltet den Mund, ja? Wer sind Sie? Also ich bin... Die Lady aus dem Esszimmer. Was? Ja, sie ist die Lady, die im Esszimmer eingesperrt war. Stimmt doch, oder? Ja. Ja, dann bitte. Ja. Oh. Und was machen Sie hier? Hier geht's auch gut. Ich habe gefragt, was sie hier macht. Ach, hier. Wer sind Sie, Melanie? Also ich bin... Die Dame aus der Küche. Dame aus der Küche? Ja, sie ist die Dame, die in der Küche eingesperrt war. Stimmt doch, oder? Ja, leider. Ja, genau. Das ist die Lady aus dem Esszimmer, das ist die Dame aus der Küche. Genug der Vorstellung für heute. Sie sind also die Dame aus der Küche? Ja, und? Ja, dann sind Sie doch seine... Ja, ja, das ist sie. Fass mich nicht ab. Mr. Bessel. Ja? Das ist doch dann ihr... Ja, das ist sie. Ja, aber warum will sie sie immer wegschicken? Weg? Nach oben. Na warum? Sie mag mich halt nicht besonders. Du hast mich halt noch nie gemocht, oder? Du gehst mir auf den Zeiger. So, und raus jetzt. Ich möchte mit meinem Mann sprechen. Ja. Ihr Mann sprechen? Das glaube ich gern. Was? Ja, wir alle würden gern mit ihm sprechen. Das würden wir doch nicht. Ja, ja, aber leider geht's nicht. Es geht nicht? Ja, ein paar letzte Worte. Wie schön wäre das aber leider. Wovon redest du? Norman! Ja, von dem armen Norman. Mit dem spreche ich ja. Wie wär's jetzt mit der Tasse Tee? Also ich koche jetzt keinen Tee. Das würde mir wirklich nichts ausmachen. Ach, setzen Sie sich. Natürlich. Ich will ihn endlich loswerden. Wen? Na, Norman loswerden. Aber warum sollte er nicht noch eine Weile bei uns bleiben? Nein. Ja. Norman loswerden? Wie können Sie sowas sagen, Madame? Ja, warum soll er jetzt einfach? Warum soll er denn nicht hier bleiben? Ja, warum soll er nicht hier bleiben? Es macht mich krank, wie er hier im Haus herumschwimmt wie ein übler Geruch. Oh mein Gott. Aber er ist doch gerade so friedlich. Ja, sehr friedlich. Meine Geduld ist zu Ende. Wenn er nicht geht, dann schmeiße ich ihn auf die Straße. Oh, haben Sie noch ein bisschen mehr Respekt, Madame? Respekt wovor? Na, vor dem armen Norman. Na, na, heute jedenfalls nicht. Ja, aber gerade heute. Also heute ist er noch weniger wert als sonst. Mein Gott. Ich habe so einen schlimmen Tag. Und was macht er? Er gammelt hier im Haus herum und er verpestet die Atmosphäre. So habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ich wünschte mir, er würde sich nach da oben verziehen, wo er hingehört. Wie bitte? Sie müssen entschuldigen, Sie hatten einen Schock. Das stimmt. Hey, Willi, warum gehst du nicht mit Mrs. Jenkins in die Küche, ja? Ja, vielleicht so ein klitzeklein Frühstücks-Sherry. Ja, dagegen hätte ich auch nichts einzusetzen. Setzen Sie sich. Ja. Vielleicht könnten Sie in der Zwischenzeit Mrs. Swan für mich auftun, ja? Ja, aber natürlich, Mrs. Jenkins. Warum sucht diese Frau mich? Diese Frau sucht dich nicht. Aber warum sucht dieser Mann mich? Ja, ich suche nicht sie. Sie hat sich doch gerade nach Mr. Swan erkundigt. Ja, aber sie hat sich auch gerade nach Mrs. Swan erkundigt. Also Sie sind nicht der Mr. Swan, den ich suche. Ja, und du bist nicht die Mrs. Swan, die sie sucht. Sie sucht meine Mutter. Deine Mutter? Heißen Sie denn auch Swan? Ja. 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 Ist das die Frau vom Gesundheitsamt? Ja. Die, die heute Morgen wegen der ansteckenden Krankheit gespritzt hat? Ja. Was will sie denn von deiner Mutter? Sie will sie ausräuchern. Ausräuchern? Ja. Oh. Wer ist das denn? Das, niemand. Abracadabra. Liebe Güte, das ist ja Mr. Swan. Was ist denn um Gottes Willen mit ihm passiert? Nichts Besonderes. Ihn hat die Tür getroffen. Und warum liegt ihr hier in Unterwäsche? Die hat er schon getragen, als ich gekommen bin. Ja. Warum? Ja, er wollte sich gerade was anderes anziehen. Was anderes? Ja. Was? Er wollte sich etwas von mir leihen. Etwas von dir? Ja, er liebte es, sich ab und zu auszustaffieren. Ja. Auszustaffieren? Nein, er muss George sein. Natürlich ist das George! Gut. Sag mal, schämst du dich gar nicht? Schämen? Wieso schämen? Sind Sie sicher, dass Ihr Name Swan ist? Ja. Ja! Was glaubst du, wie ich mich fühle jetzt, wo ich es herausgefunden habe? Ja, was hast du denn herausgefunden? Na, dass du ein Transvestit bist! Oh.
Mrs. Swan, hat Eric noch einen Bruder? Oh nein! Nein! Ich glaube, ich brauche einen größeren Block. Wir sind jetzt soweit, Oh. Wo ist denn der Junge, Mr. Bassett? Der ist weg. Was machen Sie denn noch hier? Von Ihnen möchte ich gar nichts. Ach. Ich bin wegen Mr. Bassett gekommen. Wegen Mr. Bassett? Ja, natürlich. Es geht um... Oh, ich verstehe. Oh, das ist eine schöne Überraschung. Sie bitte? Es ist schön, Sie kennenzulernen. Ja, nicht wahr? Ja. Sie hat es gar nicht erwartet. Wir alle hatten es nicht erwartet. Es kam ganz plötzlich. Eine große Überraschung. Eine Überraschung? Hm. Ich verstehe kein Wort. Also, eigentlich hatte ich gedacht, dass ich Sie erst am Samstag sehe. Am Samstag? Ja, in der Kirche. In der Kirche? Ja, die Kirche. Hm? Oh, Sie meinen Samstag in der Kirche? Hm? Ist der Termin schon festgelegt? Ja, ich denke doch, oder? Ich werde wohl nicht dabei sein können. Wie meinen Sie das? Ich habe schon andere Pläne. Ach. Andere Pläne? Ja, weiß denn Norman davon? Nein, Norman weiß sicherlich noch nichts von Ihren anderen Plänen. Das kann er ja wohl nicht, oder? Nein. Wollen Sie damit sagen, dass Norman nicht weiß, dass Sie am Samstag nicht in der Kirche sein werden? Ist das jetzt wichtig? Ist das jetzt wichtig? Nein, es ist nicht wichtig. Natürlich ist das wichtig! Wieso? Na, es wird ihn niederschmettern. Wen? Na, Norman, wen sonst? Norman ist gestorben. Also, wie kann man das jemandem so vor den Kopf knallen? Aber es ist doch so! Ach, so ist das! Was ist was? Ja. Er ist gestorben, nicht? Einfach so. Er ist himmelhoch jochzend und von jetzt auf gleich gestorben. Aus, zack! Also, ich muss Ihnen recht geben, das ist sehr herzlos von Ihnen. Das muss ich schon sagen. Wer? Gestern liebt man sich noch bis ans Ende aller Tage und dann von jetzt auf gleich ausgestorben. Ha. Wovon sprechen Sie überhaupt? Ach, wahrscheinlich hat sie schon einen neuen. Mr. Thompson, es reicht! Ach, so heißt er. Vielleicht sollte ich wiederkommen, wenn sich das ein bisschen beruhigt hat. Nein, ich möchte das heute noch geklärt haben. So, und Sie gehen da jetzt rein und überdenken Ihre Einstellung. Was soll ich überdenken? Gehen Sie da rein und schweigen Sie. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich beleidigen zu lassen. Wo gehen Sie denn sonst immer hin? Oh. Das ist eine scheußliche Person. Ja. Aber Norman hat es nicht besser verdient. Jenny. Ich will, dass sie verschwindet, zusammen mit Norman und mit der Dame vom Gesundheitsamt. Ja, die möchte ich auch gerne loswerden. Ich will, dass sie alle verschwinden. Wir haben zu reden, in Ruhe und alleine. Hallo? Ja, haben wir das? Haben wir das? Ja. Über Mutter. Über meine Mutter? Seine Mutter? Ja, über ihre großen Möpse. Entschuldigung. Norman ist tot. Ich meine, Willi. Noch einen Augenblick, ja? Ich bin beschäftigt, ich gieße Sherry ein. Es dauert nur eine Sekunde. Genehmigen Sie sich noch ein Stückchen. Unsere Situation hat sich verschlechtert. Verschlechtert? Sie ist beschissen. Wir müssen diese Jenkins los. Und wie? Die werden erst weggehen, wenn wir Mrs. Swan herbeigezaubert haben. Verdammt. Ja, außerdem hat sie den Sherry schon fast weggeputzt. Ist mein Anzug schon fertig? Oh. Hey, John! Was machen Sie denn da mit den armen Mr. Swan? Damit er etwas Farbe ins Gesicht bekommt. Was? Willi meint, dass er gerade etwas blass aussieht. Blass? Ja, bleich. Ich meine, es ist ja kein Wunder, dass er gerade seinen Löffel abgegeben. Ja. Als ich eben in der Küche war, da hat es mich wieder Blitz getroffen. Die Frau aus der Küche, das ist doch Mrs. Bassett, Ihre verwitwete Mutter. Ja, Stiefmutter. Ja, meine richtige Mutter ist gestorben, als sie ein Teenager war. Mein Vater, der Häufler, hat nochmal geheiratet. Ah ja, okay, dann ist ja alles klar. Und bedienen Sie sich ruhig, Mrs. Jenkins. In der Küche sind noch ein paar Sherrys. Nein, drei sind auch genug. Ich sollte jetzt Mrs. Cooper anrufen. Oh nein, das wollen Sie doch nicht wirklich, Mrs. Jenkins. Sie haben recht, das will ich wirklich nicht. Aber wenn Mrs. Swan jetzt nicht in Erscheinung tritt, dann muss ich es abverstecken. Oh nein. Mrs. Swan wird hier sein, in einer Viertelstunde. Ah, wirklich? Ja, ich habe sie auf der Arbeit erreicht. Sie kommt schnurstracks zu Hause. Das hört sich sehr gut an. Ja. Ach, übrigens, die Waschmaschine von Mrs. Swan, die ganz
schrille Geräusche von sich. Oh, Sie scheinen ja eine Expertin zu sein, müssen Sie denken. Ja, vielleicht schauen Sie mal nach der Maschine. Ja. Du wirst Linda nicht überreden. Ja, das, da hast du recht. Wir müssen George vom Leben erwecken. Weißt du, wir ziehen ihm Umstandskleid, BH und Schlittschuhe an. Umstandskleid, Perücke! Hilf mir! Du bist doch nicht gescheit, ihn als deine Frau zu verkaufen! Doch nicht meine, ich bin Thompson, George Swans Frau und Witwe. Ja, und wer ist Mr. Swan? Der ist tot! Oh, verdammt! Ja, guck gleich, das steht schon. Ja, wir haben keinen! Was? Ich hab gedacht, wir könnten das hier benutzen. Das ist die Katzenstreu von gestern. Oh! Siehst, das bringt nichts. Er kann nie und nimmer deine Frau spielen. Ja. Du recht hast, hast du recht. Ja. Danke. Felix Einer, der den Verstand behält. Ich glaube, den Plan, dass George Linda verkörpert, müssen wir aufgeben. Ja. Dankeschön. Gott sei Dank. Du musst die Aufgabe übernehmen. Ja, genau. Gib mir die Idee. Ja, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja. Was? Ja. Hier, komm. Hä? Unter den ganzen Klamotten wird die Jackets gar nicht vermuten. Außerdem hat sich schon ein paar Schere ist hinter uns. Es ist draußen windig. Binde dir einen Schal um. Dann erkennt dich selbst Brenner nicht. Dr. Brenda? Ja. Brenda? Dr. Chapman möchte mit uns im Schlafzimmer sprechen. Sofort. Eigentlich hätte ich vorgeschlagen, dass ich noch einmal wiederkomme. Jetzt. Wir haben immer noch Gäste. Jetzt. Wir haben Gäste. Ich gebe dir 5 Minuten, danach schmeiße ich die ganze Bande einhändig raus. Norman wollte sowieso. Ja, ja, etwas mehr. Norman, bequemeres Anziehen. Ja. Oh, hinaus! Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber Sie machen mir die Arbeit nicht gerade einfacher. Ich bin Normans Vermieterin. Ach, keine Sorge, Norman wird im Handel und Dreh verschwunden sein. Das ist ein Wort. Ein gutes Wort. Natürlich. Erlauben doch. Ja, natürlich. Wo wollen Sie hin? Ich werde jetzt nach oben gehen und Normans letzten Wunsch erfüllen. Seinen letzten Wunsch? Ich werde ihn in sein Bett legen und dann werde ich gehen. Und dann wollen Sie ihn verlassen? Ja! Oh, Sie herzloses Flittchen! Wie bitte? Sie sagte, sie macht uns herzhafte Schnittchen. Oh. Ja, Schatz, was unser Gespräch angeht. 10 Sekunden komme an. Was hast du da gerade gesagt? Ich sagte, ich ziehe einen schicken Fummel an. Du ziehst einen schicken Fummel an? Ja, und dann gehen wir beide so richtig schön tanzen, weißt du? Du willst einen schicken Fummel anziehen und dann mit mir tanzen gehen? Ja, ich hab mal wieder irgendwie Lust, auf den Kopf zu hauen. Entschuldigung. Doch, wir müssen dich in Sicherheit bringen. Die Küche geht nicht, das Zimmer auch nicht, Schlafzimmer, verdammt. Mr. Thompson, Ihre Waschmaschine liegt in den letzten Zügen. Ach, das macht überhaupt nichts. Ich bin jetzt ja, rüber. Aber jetzt schäumt sie. Ach. Wer kommt denn hier? Guten Morgen. Das kann ich nicht sagen. Sind Sie Mrs. Thompson? Nein. Swan? Nein. Bessett? Nein, Chessington. Mrs. Chessington, mein Name ist Cowper. Miss Cowper. Mistress Cowper, wenn ich bitten darf. Ich bin die Leiterin der Außenprüfung des Sozialamtes. Ich vermute, unsere Miss Jenkins war den ganzen Vormittag hier. Jenkins? Ja, sie sollte ihren Mr. Thompson überprüfen. Mr. Thompson ist mit einer Dame vom Gesundheitsamt in der Küche. Ich bin gleich wieder hier, ja? Ah, Mr. Thompson, die Dame ist gerade gekommen, möchte sie sprechen. Schön, schön. So, Sie wollen sich nämlich keine weitere Zeit vergeuden, nicht? Ich schaue dann morgen noch mal vorbei. Ja, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Eine Vorstellung erübrigt sich wohl. Jenkins! Können Sie mir mal sagen, warum Sie unsere 10 Uhr Besprechung versäumt haben? Warum wir den ganzen Vormittag nichts von Ihnen gehört haben und Sie immer noch in diesem Haus sind? Von oben bis unten mit Schaum bekleckert und eine Flasche Schnaps. Aber, sie kann doch nicht alle Fragen auf einmal beantworten. Sie müssen ihr etwas Zeit geben. Mr. Thompson, ich habe diesen Haushalt schon seit einiger Zeit im Auge. Seit einiger Zeit? Allerdings. Ich darf doch wohl sehr darum bitten, meine Untersuchungen nicht weiter zu behindern. Selbstverständlich, natürlich.
Also, Jack Gibbs, konnten Sie jetzt inzwischen die Unterschrift von Mr. Swan auf Mr. Thompsons Wohngeldantrag nachholen? Mr. Swan war nicht da. Ja, wo ist er denn? Er ist tot. Sehr richtig, Mrs. Jack. Mr. Swan ist tot? Ja. Ja. Der arme alte Mr. Swan ist heute Morgen von uns gegangen. Ja, deswegen konnte er die Anträge auch nicht mehr abzeigen. Ach. Ja, aber keine Sorge. Mrs. Swan ist bereits auf dem Weg nach Hause und wird alles unterschreiben. Nicht? Sie können ganz beruhigt ins Amt zurückkehren. Mrs. Jenkins hat ja alles fest im Griff. Jenkins, können Sie vielleicht die Katze im Sack verkaufen? Aber das würde ich mir doch nie erlauben. Aber mich befriedigen Sie nicht so einfach. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nun, also wenn Mrs. Swan hier auftaucht, dann wird sie uns einige sehr direkte Fragen zu ihren zahlreichen Untermietern beantworten. Ja, Mrs. Swan wird sich überglücklich schätzen, Ihnen behilflich sein zu dürfen. Mrs. Sagen Sie mal, wo sind eigentlich Ihre ganzen Untermieter? Für ein derartig überfülltes Haus herrscht ja hier eine nahezu beängstigende Stille. Ja, die neigen dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und zwei davon sind heute Morgen gestorben. Sehr richtig, Mrs. Swan. Zwei Tote? Heute Morgen ist Mr. Bassett von uns gegangen. Genauso wie Mr. Swan. Danke, Mrs. Jenkins. Sehr richtig, Mrs. Jenkins. Und ist vielleicht sonst noch jemand gestorben? Nein, sonst überhaupt keiner. So, sagen Sie mal, wo ist jetzt eigentlich Mrs. Bassett, die Witwe von Norman Bassett? Ah, ja, also die hat einen in die Küche eingeschlossen. Sicherheitshalber. Eingeschlossen? Es liegt an der Jahreszeit. An welcher Jahreszeit? Ihr Mond steht im Uranus. Ja, Mrs. Bassett war außer sich, als sie hörte, dass ihr Mann von ihr gegangen ist. Ja. Komm sofort hier rein! Da ist sie ja. Sie haben sie wieder rausgelassen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Atmosphäre für ein Familiengespräch ist. Setzen Sie sich! Wer ist das? Die Dame gehört zu Mrs. Jenkins, der Lady aus dem Esszimmer. Haben Sie nicht schon genug gespritzt für heute? Bitte? Schmeiß sie raus! Ich darf doch wohl sehr bitten, Madame. Denken Sie an den Uranus. Jenkins! Sie müssen entschuldigen, sie hat heute einen schweren Tag. Ihr armer Mann. Ja, natürlich. Oh, was ist denn mit meinem Mann? Nun, es ist einfach nur traurig, das ist alles. Aber was ist denn traurig? Sie haben nur so ein Mitgefühl. Gefühl? So. Oh, wollen Sie damit sagen, Sie wissen, was mit Ihrem Mann passiert ist? Ja, Jenkins, hat's mir erzählt? Ja, also es muss ein furchtbarer Schock gewesen sein. Oh, das war's in der Tat, aber wie haben Sie es denn herausgefunden? Oh, Mrs. Swan hat heute Morgen im Amt angerufen und uns Bescheid gegeben. Bescheid gegeben? Ja, den neuesten Stand durchgegeben. Den neuesten Stand? Über den Zustand Ihres Mannes. Ja. Alle sollen es also wissen? Nun ja, ich dachte an eine kleine Notiz in der lokalen Presse. Ist es dir denn egal, was die Leute denken? Versuchen Sie ruhig zu bleiben, Mrs. Swan. Er ist völlig schief gefallen, aber dafür endgültig. Endgültig? Ja, ich weiß, es tut weh, aber Sie müssen sich damit abfinden. Ich weiß, die Umstände sind etwas ungewöhnlich, aber der Vorgang an sich ist doch ganz normal. Sehen normal? Sie? Normal? Niemand ist entsetzt. Oh, mein Großvater ist ganz ähnlich ergangen. Oh! Reg dich nicht auf! Schatz, reg dich bitte nicht auf! Ich will was sagen! Du alte Tunte! Tunte? Ich darf doch wohl bitten. Sie haben noch eine Menge zu erklären, George. Was in Gottes Namen ist hier eigentlich heute Morgen vorgegangen? Ja. Wünschen Sie einen kompletten Bericht? Ja, als Sie heute Morgen den gichtgeplagten Mr. Thompson die Erwerbsunfähigkeitsrentenformulare haben unterschreiben lassen, war Mr. Swan nicht da, um zu bestätigen, dass er hier wohnt. Stattdessen stellte man mir seinen Pflegesohn Dicky Billy John Thomas vor, einen arbeitslosen, tauben Klavierstimmer. Als ich dann vom Dach wieder runterkam, musste ich feststellen, dass Mr. Swan nach dem Zusammentreffen mit einer soliden Eichentür gleich verstorben war. Ja, und jetzt warten wir auf Mrs. Swan.
soweit sind Sie dann wieder auf dem Laufenden. Ah, abgesehen von der kürzlich verwitweten Pflegemutter von Dicky Willi, die durchdreht, wenn ihr Mond im Uranus steht. Jemand hat mir gesagt, dass eine Mrs. Jenkins mit mir sprechen möchte. Ja, liegt alles auf einmal, ja? Also, wenn ich vorstellen darf, meine Vermieterin Mrs. Swan. Ja, und das ist Mrs. Cowper. Oh, ich glaube, ich habe oben etwas vergessen. Nein, ich glaube, Sie haben nichts oben vergessen. Gott sei Dank, mal endlich. Ich weiß ja, dass Sie viel zu tun haben, alle Hände voll zu tun. Ja, kochen, waschen, putzen, Tee für die Kinder. Ja, die Vorbereitung für die Beerdigung. Ja, die Kirche bestellen, den Pastor engagieren. Ja, Gräber, graben. Sie ist sehr beschäftigt. Ja, wir müssen da auch nur mal ein paar Bestätigungen haben für ein paar Dinge. Ja, schießen Sie los. Bezüglich Mr. Thompson. Ach ja? Ja, ich hab da mal so ein paar kleine Formulare. Vorbereitet, wo habe ich die eigentlich? Wo haben Sie schon, wo haben Sie sie denn? Ah, auf dem Dach! Ja. Auf dem Dach! Ja, ich habe sie da oben vergessen, als ich den verstorbenen Mr. Swan gesucht habe. Das war's dann wohl, oder? Nein, Mr. Swan möchte die Sache geregelt haben. Jenkins, Sie gehen hoch und holen Ihre Aktentasche von oben. Natürlich. Ich begleite Sie. Oh nein, Mr. Swan, das wäre mir lieber Sie. Aber jemand muss ja doch die Leiter halten. Ich werde Sie begleiten und Sie beide gehen nirgendwo hin. Nein, Mrs. Cowper. Sehen Sie zu, dass Sie mich am Ohr haben, Jenkins! Ich werde Ihnen nie wieder helfen! Diese Frau bringt es an und dreht ins Gefängnis! Heute Nacht! Ah, guten Morgen, lieber Herr Doktor. Guten Morgen, Schatz. Norman? Ja? Warum trägst du Frauenkleider und tanzt mit meinem Mann? Das sind keine Frauenkleider, das sind meine Turnsachen. Was? Ja, wir machen Aerobic, jeden Morgen, 20 Minuten. Norman! Das ist ein sehr hübsches Kleid. Was, der alte Fummel? Wenn er auch ein kleiner Fetischist ist. Ich weiß, was ihr mit den Kleidern, den Perücken und den Strümpfen macht. Oh nein. Oh Gott. Oh ja, ich habe es herausgefunden. Ihr wartet, bis ich zur Arbeit gefahren bin. Und dann zieht ihr euch schicke Frauenkleider an und paradiert vor dem Schlafzimmerspiegel. Ja, genau das ist hier hinter deinem Rücken passiert. Was? Ich wusste es. Ja, ich probiere Frauenkleider aus. Und nun zu George. Aber er hat es doch gerade zugegeben. Oh, halten Sie den Mund. Ein paar dieser Vorgänge sind mir nicht ganz klar. Und jetzt korrumpierst du auch noch Norman. Ja, jetzt korrumpiere ich auch noch. Nein, damit habe ich nichts zu tun. Du stehst da in den Klamotten und du wagst es zu leugnen. Linda, bereite dich auf einen Schock vor. Nein, nicht. Linda, dein Erik betrügt seit 2 Jahren das Sozialamt und hat mich gezwungen, heute Morgen diese Sachen anzuziehen, um in deinem Namen einen seiner zahlreichen gefälschten Anträge zu unterschreiben. Die Geschichte von der Aerobic-Stunde hat mir besser gefallen. Was? Ja, du wirst schon dazu stehen müssen, John. Ja, gestehe deine kleine Schwäche, du. Was? Ich habe keine kleine Schwäche. Halt es ja fest, die dumme Kuh. Was? Was ist auch passiert, Mrs. Cowper? Der Wind hat das Dachfenster zugeschlagen und jetzt ist Jenkins auf dem Dach ausgesperrt. Halt es sich am Blitzableiter fest, John. Oh, Mrs. Swan, ich vermute, Jenkins hat ein paar von den Dachfenstern zerdeppert. Aber das macht nichts. Mrs. Ford? Ja? Ihm habe ich nicht gesprochen. Natürlich haben Sie mit mir gesprochen. Ich glaube nicht. Haben Sie? Nein, Sie haben nicht mit dir gesprochen. Normalerweise habe ich ja Unrecht, aber ich glaube, Sie haben. So, Sie haben mich gerade angesprochen. Ich habe mit Mrs. Ford hier gesprochen. Mrs. Ford? Ja? Mrs. Ford? Beruhige dich, Schatz. Tante Ford? Oh, ihr Perverslinge! Gütiger Himmel. Norman, du brauchst Ärzte. Hilfe! Norman? Ja, das ist Norman Bassett,
unser Untermieter aus der Mansarde. Wenn sein Freund direkt über ihm wohnt, dann ist das für mich. Oh, halten Sie den Mund. Natürlich. Dieser Mann hat sich verkleidet, um Mrs. Swan zu spielen. Was sagen Sie da? Und ich vermute, das geht schon seit mindestens 2 Jahren so. 2 Jahre? Eric, wie konntest du nur? Der scheint trüb. Das ist Eric Swan, mein Ehemann. Ich dachte, Mrs. Swan wäre tot. Bitte warten Sie. Eric, was geht hier vor? Die Sache ist doch sonnenklar, Mrs. Swan. Ich werde jetzt die Polizei benachrichtigen. Die Polizei? Ja. Ihr Mann hat 2 Jahre lang ihren Untermieter zu strafbaren Handlungen missbraucht. Oh mein Gott. Ist der Beste, Mr. Swan? Was? Ja, das Spiel ist aus, Mr. Swan. Jenkins hat genügend Beweise in ihrer Aktentasche, um sie beide für mindestens 10 Jahre ins Gefängnis zu bringen. Oh Gott! Wann spricht sie? Linda, ich wollte, dass es nicht passiert. Aber was nicht passiert? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Jenkins! Oh. Bleiben Sie, wo Sie sind! Eric, was ist los? Halten Sie sich fest, halten Sie meine Jagdtasche fest! Haltiger Blitzer, bleib doch fest! Ihre Beweise sind vom Mittel verwegt. Jetzt sammeln Sie die Papiere wieder ein. Tut mir leid, Mrs. Gauper, alle Ihre Beweise sind futsch. Welche Beweise denn? Na, Linda, das ist so. Ja, es ist gut. Ja. Mrs. Gauper, ich gestehe. Was? Oh, Sie gestehen? Was gestehst du? Eric, sie hat doch keine Beweise mehr. Ich muss. Eric, du kommst ins Gefängnis. Ich halte das nicht mehr aus. Eric, was ist los? Linda, ich möchte nur, dass du weißt, dass ich dir nie wehtun wollte. Und Mrs. Cooper, eins möchte ich klarstellen. Die Idee stammt ganz alleine von mir. Niemand hat mir geholfen. Erst heute Morgen, als George und Norman von Mrs. Jenkins überrascht wurden, habe ich die beiden genötigt, mir zu helfen. Die beiden sind völlig unschuldig. Und wie Sie sehen, ist Norman auch nicht tot. Er ist auch nicht Holzfäller und nicht verheiratet. Und er hat keine Mutter mit Bandscheibenschaden, keinen Vater im Gefängnis, keine arbeitslosen, tauben Kinder, weder hier noch in Australien. Und er hat schon ganz und gar keinen kleinen Willi. Und es gibt auch keinen Thompson, weder mich mit Gicht noch ohne Gicht. Und keine Rentner, keine Kinder, keine Witwer, keine Witwen, keine alleinerziehenden Eltern und keine Pflege- und Stiefeltern. Linda, ich habe vor 2 Jahren meinen Job verloren. Und seitdem das Soziale betrogen. Mrs. Cooper, jeden einzelnen der Anträge, den Sie erhalten haben, habe ich mir ausgedacht. Und dabei habe ich alle Tricks benutzt, die es gab. Und habe noch etliche andere hinzuerfunden. Aber das alles habe ich getan, weil ich keine Arbeit finden konnte. Dabei habe ich Ihr System 2 Jahre lang unterlaufen. Aber das Schlimmste, Linda, an dem, was ich durchgemacht habe, war, dich zu belügen. Eric. Ich hoffe, du wirst einen Weg finden, mir zu verzeihen. Solange du mich liebst, ist es mir doch egal, was du bist, mit oder ohne Job. In guten wie in schlechten Zeiten, erinnerst du dich? Ja. Das war's, Mrs. Cooper. So. Sie meinen also, Sie kennen jeden Trick, um unser System zu unterlaufen, ja? Und noch etliche mehr. Ich bekenne mich schuldig, Mrs. Cooper, und hoffe auf mildernde Umstände. Das Gefängnis, Mr. Swan, wäre eine schreckliche Verschwendung Ihrer Talente. Irgendwann muss jeder bezahlen, Mrs. Cooper. Was? Sie alle werden Stillschweigen bewahren über die Vorgänge hier in diesem Haus. Ich verstehe nicht ganz. Thank you.
Wenn die Presse Wind davon bekommt, dann ist unser Sozialstaat in seinen Grundfesten erschüttert. Also, kein Wort. Und keine Anklage? Nein, ganz im Gegenteil. Sie können am Montag Ihren Dienst im Amt antreten. Erst ich? Ja, so einen Typmann haben wir schon lange gesucht. Als Inspektor für unsere Betrugsabteilung. Montag, Punkt 9 Uhr bis sofort. Ich werde da sein, Mr. Scope. Fabelhaft, Norman. Du heiratest am Samstag und ich habe am Montag wieder einen Job. Was für ein Wochenende. Ihr Bohr muss mal beschissen. Hallo?